neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns den Node Get All Actors of Class oder Get Actors of Class. Dazu sind wir im Third-Person-Template und gehen hier auf Licht und ziehen hier ein Licht mal rein. Daraus erstellen wir jetzt ein Blueprint. Wie machen wir das? Wir wissen das. Wir gehen hier drauf, Convert Selection to Blueprint. Ja? Wir wählen das Licht aus. Gehen hier auf Harvest Component, aber wir können erstmal Actor klicken, dann Harvest Component und geben hier den Namen für unsere Blueprint Class, ja? BP Licht Select. Jetzt haben wir ein Blueprint erstellt aus diesem Licht. So, jetzt geben wir einen Third Person Character. Ich will folgendes über den Third Person Character quasi das Licht ein- und ausschalten. So. Genau. Und da schreiben wir erstmal hin Auto Receive Input hier im Details Panel, Player 0 und Process schreiben wir auch rein, Auto Process Player, Player 0. Ja? Und dann können wir, ja, Start Player haben wir nicht. So, speichern und spielen, okay. Entschuldigung. So. Jetzt haben wir folgendes, jetzt wollen wir über diesen Blueprint, über den Character Blueprint dieses Licht steuern. Da gehen wir erstmal auf diesen Blueprint, wir klicken einmal den Character an, STRG B, wir haben es hier schon, Doppelklick, genau. In einem anderen Video haben wir folgendes gemacht, wir haben hier eine Variable erstellt mit dem Typ BP Licht und haben das, direkt aus der Viewport ausgewählt. Jetzt wollen wir das anders machen, es gibt auch einen anderen Node. Diesen Event wollen wir mit dem 1-Key starten. Und zwar nennt er sich Get Actors of Class. Ja? Get Actor of Class. Ja? Get Actor of Class. Und wir wollen das Licht ausschalten. Ja? Toggle Visibility. Und schreiben Toggle Visibility und genau. So, dieser Get Actor of Class zieht aus der Klasse, weil die Klasse ist ja das BP Licht. Ja? BP Licht. Ja? Das ist ja die Klasse. Das haben wir ja erstellt. Und das ist die Instanz davon. Und quasi dieser Node nimmt die Actors, den Actor of Class, also wir wählen hier eine Klasse aus, in dem Fall ist es BP Licht, ja, der muss auch hier aufgelistet sein, sollte aufgelistet sein, hier ist er schon, BP Licht, ja, und genau, das war's, und dann tun wir quasi diesen Actor unsichtbar machen oder sichtbar, aber wenn wir jetzt mehrere Instanzen hier reinsetzen, passiert folgendes, gehen wir auf Play und drücken auf die 1, ja, löschen wir mal dieses Licht raus, ja, damit man es besser sieht, Directional Light, raus damit, so, und jetzt wieder auf Play und wir haben hier drei Lichter und es geht ein Licht nur aus, ja, es geht immer bei Get Actor of Class immer die erste Instanz quasi wird bezogen. Immer wird die erste Instanz genommen. Alternativ gibt es etwas anderes. Wir können hier mal einen Flip-Flop-Node hier rausnehmen, damit es aus oder damit es nicht verwirrend ist. Nehmen wir den Key für die Tastatur 2. Ja? Rechte Maustaste 2 und dann Key. Hier ist schon der Keyboard-Event 2. Jetzt gibt es statt den Get Actor of Class, Get Actors of Class, ja, Get All Actors of Class. Wie der Name schon sagt, nimmt dieser Node alle Instanzen, wählt alle Instanzen aus, ja, liest alle Instanzen aus. Deswegen ist hier ein Single Variable und hier mit den Punkten ist ein Array-Typ. Ja. Ein Array hat ja mehrere Datensätze bzw. mehrere Variablen in sich. So, und dann nehmen wir wieder die gleiche Klasse, bp-licht, ja, wählen das aus. So, um ein Array auszulesen, müssen wir einen Schritt dazwischen machen, und zwar den Schritt, eine Schleife
Das nennt sich dann for each loop, ja. Eine Möglichkeit. Es gibt noch einen while loop, aber bei Arrays wird meistens ein for each loop genommen. For each loop, jetzt geht er durch alle Instanzen und macht dann, was halt dahinter jetzt kommt. Und in dem Fall ist es wieder das Gleiche. Wir sagen, okay, toggle visibility, ja, toggle visibility. So. Compile. Jetzt wollen wir mal einen Versuch machen. Also, wir haben hier wie viele Lichter? Drei Lichter. Jetzt machen wir das Ganze mal so, dass es ansehnlich auch sieht. Ja, so. So, ja. Und wir markieren erstmal alle drei. Ja, komm schon. Okay. Also, markieren erstmal alle drei und mit der gehaltenen Alt-Taste kopieren wir das Ganze mal, ja. Das andere ist weg verschwunden. So, okay. Speichern und jetzt gehen wir auf die drei Punkte und hier steht New Editor Window. So, mit der Taste 1 haben wir Get Actor of Class. Da geht nur ein Licht aus. Aber wenn wir die Tastenkombination 2 drücken, müssten alle Lichter ausgehen. Alle Lichter sind ausgegangen, ja. Das ist Get Actors of Class, ja. Get Actors of Class, da empfehle ich euch, das ja, bedacht einzusetzen, weil es eine sehr rechenintensive Operation ist. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr diese Node durchführt, läuft diese Schleife durch alle Actors, die es in der Level gibt. Ja. Und wenn es viele sind, dann kann es sein, dass die Performance ziemlich sinkt. Deswegen mit Bedacht einsetzen, aber bei einigen wenigen ja, Gegenständen oder Actors, Objekten ist das eigentlich unbedenklich. Gut, das war Get Actor of Class und Get All Actors of Class. So habt ihr einen Zugriff, eine alternative Möglichkeit, einen Zugriff auf einen anderen Blueprint, ja, auf einen anderen Actor. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Tschüss.